Es ist schon eine Weile her, dass wir uns hier gesehen haben mit einem neuen Titel des Franchises. Ich bin persönlich schon seit einer Ewigkeit, also seitdem dieses Franchise gestartet ist, brennender Fan. Assassin's Creed 2 war mein erstes, ich habe Assassin's Creed 1 danach nachgeholt, weil ich damals noch keine PS3 hatte und es war damals mein erstes PS3-Spiel. Und seitdem, sei es nun eben die glorreiche Ezio-Trilogie 3, 4 und so weiter, aktuell spielen und bis das Syndicate nebenbei, bis eben zu der Neuinterpretation Odyssey. Jedes Spiel habe ich gespielt und ich liebe es. Es ist großartig. Doch es hat natürlich ein bisschen die Wurzeln verloren. Die Wurzeln aus der Sicht verloren. Es hat sich viel verändert, es wurde immer mehr zu einem Rollenspiel und nicht alle waren wirklich davon der Fan. Wohlgemerkt, auch ich. Ich liebe persönlich Odyssey. Odyssey würde ich meine Top 5 Titel des Franchises einsetzen. Aber ja, man wünscht sich doch mal ein bisschen Back to the Roots. Und genau das sollen wir bekommen. Wir haben übrigens dieses Intro gesehen, was ja so megamäßig gut war. Ich traue mich nicht, das irgendwann mal zu überspringen. Denn 15 Jahre gibt es jetzt schon. Und nun ist es Zeit, wieder zurückzukehren. Ich bin es, euer Nymphimafix, und ich begrüße euch herzlich zur Let's Play Assassin's Creed Mirage. Ja, wie schon angekündigt, wurde es ja damals angekündigt, hier als die großen Festivitäten zum 15-jährigen Jubiläum da waren. Und hohoho, Leute, Mann, was in Gottes Namen wurde hier bitte alles angekündigt. Wir haben nicht nur ein, sondern ja drei Assassin's Creed im Endeffekt bekommen mit der Ankündigung. Wir haben Assassin's Creed Mirage, was wir nun bekommen. Das Handyspiel haben wir bekommen. Wir haben Assassin's Creed Hexe bekommen, was irgendwann mal rauskommt. Und natürlich Red. Oh Leute, endlich ist das Creed in Japan. Es ist so groß, ich glaube es immer noch nicht. Auf jeden Fall wurde Mirage angekündigt und die Spannung war groß, denn zum einen haben wir hier einen der Hauptcharaktere aus dem vorherigen Spiele, nämlich Basim, meinen Boy, der hier auftaucht, und es soll wieder ein Assassin's Creed werden, was weit weg von dem Rollenspielcharakter der letzten Assassin's Creed geht. Ich persönlich mochte Valhalla, verstehe persönlich aber auch, wenn viele Leute nicht allzu sehr davon überzeugt waren. Auf jeden Fall ist es nun Zeit, dass wir in eine neue Geschichte starten. Wir starten hier nämlich in ein neues Setting. Wir gehen in das 9. Jahrhundert nach Bagdad und werden hier die Ursprünge unseres guten Basims treffen. Nö, passt. Alles gut. Start einfach. Alles gut. So, Schwierigkeit machen wir normal. Bluteffekte an. Wer sind wir, Leute? Ist immer 6 oder wie? So, haben wir noch ein paar mehr Dinge. Deutsch wäre auch gar nicht mal schlecht. Textgröße. Jo, machen wir gesprochene Sprache. Englisch gibt's nicht, Deutsch. Wir sind schon wieder da. Das ist immer das, was ich bei Ubisoft-Spielen vergesse. Ich denke mir, ja, cool, 25 GB, das ist ja voll wenig. Und natürlich, klar, man muss ja natürlich die Sprachpakete wieder runterladen. Das ist jedes Mal vergesse ich's. Na gut, Leute, ich denke, damit ist es eine Zeit. Ich denke, wir haben die Einstellung abgeschlossen. Bitte übernehmen in Deutsch, wenn es in Ordnung wäre. Und nun ist es an der Zeit zu starten. Mit Let's Play Assassin's Creed Mirage. Komme ich jetzt wieder ins Menü? Wahrscheinlich. Cool. Ich darf nochmal ins Menü. Das ist aber nett. So, nachdem ich 5-mal das Menü angeklickt habe und 5-mal hier den Hype versucht habe zu starten, dürfen wir nun anfangen. Mein Boy Basim ist back! Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleite zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt.
und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo, er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Basim, atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von dem Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Meister Dieb von Al-Anbar verlasse das Versteck. Also, schaut uns mal kurz an. Ihr seht schon, wir spielen einen deutlich jüngeren Basim. Als während den Ereignissen von Valhalla. Ja, aber erstmal muss ich mir davor hier einen schönen Ring klauen. Genau. Und dann schauen wir uns mal unseren neuen Spielplatz an. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Du setzt dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Al-Anbar. Boah, Leute, das Spiel sieht so schön aus. So, Parcours. X, Jück. Also, damit sehen wir schon natürlich, wie gesagt, unseren neuen Spielplatz und eines der Punkte, was mir eben an Valhalla und Odyssey und Origins trotz ihrer Stärken so gestört habe. Nämlich die Tatsache, dass wir anstatt wirklich eine einzelne gut designte Stadt hatten, eben diese weitläufigen Locations hatte. Der große Nachteil war eben dadurch, dass eben das fantastische Design, was ja hier Ubisoft wirklich schon öfters bewiesen hat, eben nicht komplett ausspielen kann. Und wir haben ja wirklich so atemberaubend schöne Städte, sei es nun Rom oder was auch immer gesehen. Und ich hoffe, das sehen wir hier noch wieder. Ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch?
Nein, ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Naja, damit kehrt auch ein Feature zurück, was wir schon länger hatten. Nämlich das schöne Clown. Adlerauge? Und meins. Wäre vermutlich nicht schlecht. Was? Das ist der Typ, der da so seltsam rumgelaufen ist. Ganz eindeutig. Im ersten Moment muss man natürlich sagen, dass es hier großartig aussieht. Und ich wollte nochmal angemerkt haben, dass wir hier im Intro haben wir natürlich hier Desmonds Vater gesehen haben. Der hier natürlich hier aktuell, ich glaube, der Großmeister der Assassinen ist in der aktuellen Zeit. Und wie gesagt, hier die Geschichte von Basim erzählt. Dieser eitle Gockel da, er muss etwas von Wert dabei haben. So. Taschendiebstahl. Setze Adlerauge ein, um einen Beutel zu finden. Drücke Dreieck in der Nähe, um einen Taschendiebstahl auszufinden. Drücke in Richtung und Dreieck, um abschließend unerwischt zu werden. Okay, also, ich sehe ihn zwar schon, aber trotzdem. Meins? Oh, wir sehen da schon ein paar mehr Wachen. Taschendiebstahl kehrt jetzt auch endlich mal zurück. Ist ja, ich meine, es war schon immer eigentlich nicht das wichtigste Feature, weil ich meine, selbst in Assassin's Creed 1 und 2 hast du nach wenigen Momenten genügend Geld gehabt. Sie hat auch Geld. Aber es macht halt, wie gesagt, dass es lässt ein bisschen mehr diese ursprünglichen Momente eben wieder erinnern, wo man halt, wie gesagt, noch mit ein paar kleinen Tricks hier seine Ziele geschafft hat. Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm, Darwish wartet sicher schon. So, das Parcoursystem kehrt hier übrigens scheinbar hier aus Syndicate und Unity zurück, weil, wie gesagt, in Valhalla hat es ja mehr oder weniger kein Parcours. Nämlich, dass wir mit X nach oben, dass wir dorthin nach oben können. Und, Falle, sehr cool. Und wenn wir Kreis drücken, nach unten wandern. Das sind natürlich die... Warte, komm, mach ihn. Ja, Leute, Mann. Ich weiß noch, mit solchen Features hat man uns damals in Assassin's Creed Brotherhood noch mega hypen können. Und es sieht auch immer noch cool aus. Frieden, Zadig. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Amin, wie geht es deinem Knie? Viel besser. Hallo. Hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. Gut. Solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert? Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut. Habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf, deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt. Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Sadiki. Mit Sicherheit großspurige. Hast du was Gutes? Sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment! Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geht zur Seite!
Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck dein Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Ich hab gesehen, wie sie mit den ganzen Soldaten zum Winterpalast marschiert sind. Hatten die Schwerter und Speere? So, da war ich Serid. Oh, wie die Gerüsteschönheit hinter einer unbescheinbaren Fassade verborgen sein kann. Unbezahlbare Edelsteine verstecken sich hinter dem einfachsten Stein oder im bescheidensten Ladenfront. Du musst wissen, dass ich erlesene Kostbarkeiten sammle und das mir zu Ohren kam. Du hättest wertvolle Steine aus Serendip, Smaragde aus Zorasan und Perlen aus dem Meer um Alhind auf Lager. Solche Gemeinde würde ich ewig in Ehren halten. Ah, das sind die Geschäfte, die wir hier machen wollen. Das, diese Verborgenen, das sind doch alles nur so Schwätzer, oder? Weiß ich nicht, ob das die beste Idee ist. Mutia, wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Ah, aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balk genannt und nur weil ich ein paar Wachen aufgescheucht habe, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Ah, du kennst ihn nicht so gut wie ich, Mutia. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen, aber er hat ein weiches Herz. Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ah, morgen, wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnete Idee. Bis später, Bassem. Haben Sie sonst noch was über das Verzeichnis gesagt? Oder was Sie damit wollen? Ich sage dir, was Sie mir sagen, Bassem. Wie immer, nur das Nötigste. Warum fragst du? Hä? Ich wüsste gern, was es ist, wozu ich meinen Beitrag leiste. Du hast viel dafür getan, ihre Bestrebungen zu unterstützen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Nur ein Wort der Warnung, denn ich tue dies nun schon lange genug. Alle, wirklich alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Angesichts drohender Gefahr zum Beispiel. Und dadurch, dass wir an ihrer Seite arbeiten, haben wir die Gefahr an unsere Tür gelockt. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht hineinlassen. Du bist auf dich allein gestellt. Ich will nicht, dass du wütend bist. Ich habe den Auftrag angenommen, also werde ich ihn auch ausführen. Ich bin nicht wütend, Bassem. Ich verstehe nur einfach nicht, warum du deine eigenen Interessen unter die anderer stellst. Du schuldest niemandem etwas außer dir selbst. Vergiss das nicht. Das ist kein Auftrag. Das ist ein Gefallen. Ich arbeite nicht ohne Bezahlung. Wenn du das meinst, Mädel. Naja, dann müssen wir halt hier alleine arbeiten. Kein Problem. Ah, okay. Ah, das Banksetzen, klar, um die Situation zu beobachten. Ich finde es immer noch irritierend, dass das A-Lager auf dem Pfeiltasten ist. War ja sonst immer auf Dreieck oder den Stick-Tasten. Aber okay. Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib Ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte und entsorgt den Rest. Warte hier.
So, Entdeckung. Wachen werden Mysterious und See nach, wenn sie in einem Sperrgebiet spielen. Drücke Kreis, um dich zwischen hohen Pflanzen zu drücken. Um weniger leicht im Weg werden. Gut. Dann lassen wir ihn kommen. Der andere verzieht sich. Und jetzt. Gegner aus dem Weg räumen. Eliminiere Gegner, während du unentdeckt bist, um nicht einen Kampf entwickelt zu werden. Drücke R1, um einen Gegner bewusstlos zu schlagen, ehe du entdeckt wirst. Okay. Bam. Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Also, dann nehmen wir den Seitenweg. Blob. Blob. Genau, kannst ja liegen bleiben. Liegt sich da hoffentlich gut. Und das ist halt das, was wir uns natürlich auch in Assassin's Creed mal wieder gewünscht haben. Ich hoffe, da spreche ich einfach mal auch für euch. Nämlich, dass halt Stealth mal wieder richtig zurückkommt. Denn das ist ja etwas, was doch halt in Valhalla gefehlt hat, weil es halt teilweise einfach leichter war. So, da es einfach teilweise in Valhalla leichter war, zu kämpfen, anstatt... Was? So, willst du mir jetzt den Gefallen tun und da hochgehen? So nett bist du doch nicht. Da es halt in Valhalla meistens leichter war zu kämpfen, als wirklich jetzt hier zu stealthen. Und jetzt schauen wir mal, wie leicht das hier wird. Ich hoffe mal, dass wir es halbwegs hinbekommen, oder? Gibt es ja auch einen Eingang? Hallo? So, dann können wir nach oben hüpfen. Egal, hüpfen wir nach oben. Weil einfach das cool. Diese kleinen Features, die man alle, die ich alle noch kenne. Und die einfach so gut sind, dass sie wieder zurück sind. So. Der ist immer noch da drin. Ich sehe keinen anderen Weg rein, deswegen werden wir echt den Fronteingang nehmen müssen, oder? Ich hoffe einfach mal, das sieht kein anderer. Aber ich gehe jetzt mal davon aus. Blob. So, vorsichtig. Das war nur ein fetter Vogel. Ein ganz süßer, kleiner, fetter Vogel. So, du kommst hier, legst dich hin und ich nehme deinen Schlüssel. Was liegt denn hier noch Cooles? Ja. Ah, okay, Fenster. Das ist ja auch eine coole Sache. Macht natürlich auch Sinn. Die Gegner verriegeln ihre Fenster, damit wir nicht so rein, leicht reinsteifen können. Das ist ja eine schlaue Taktik. Werde ihn nur nicht allzu viel bringen. Nein, Dude, der da übrigens vorne liegt, den hätte man vielleicht noch entsorgen sollen, aber pfff. Geht doch auch so. Leute, wir sind Basim. Nee, man kann den guten Basim aufhalten. Da ist es das, wonach ich suche. Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Vielleicht bekomme ich den alten Grießkram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. Und das war schon. Den ersten erfolgreichen Raub hier wirklich perfekt geschafft. Das gefällt mir. Also Leute, macht einfach das ganze Spiel sowieso. Noch ein paar gute Attentate zwischendurch. Und mehr will ich gar nicht. Haben wir uns irgendwie, sah gerade irgendwie aus, als hätten wir uns ein bisschen geworbt. Über die Dächer hüpfen hier, inkognito. Und wie gesagt, unser Ziel erfüllen. Das ist Assassin's Creed, wie es sich gehört. Und wow, das Museum macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Sollte es einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ja, Basim. Gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist einer von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei.
Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt 2 offene Stellen. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Chassi. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Hände abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ah, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jasib. Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Du bist auch so ein Fähnchen im Wind, Nia. Also, erst sagst du, ich soll mich durchsetzen und mehr Geld verlangen und dann... Sagst auf einmal, tu die nicht immer so aufhören. Oh, süße Mietzitatze. Also, liebe Leute, das war unser erster Ausflug hier in die Welt von Assassin's Creed Valhalla. Bin gespannt, wie es weitergeht. Auch unsere Begegnung mit den Assassinen bzw. Verborgenen haben wir gemacht. Und nun schauen wir natürlich mal, wie unser Abenteuer beim nächsten Mal weitergeht. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.